Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem Let's Test. Ich bin euer MuscleTech und ich teste für euch hier Lifeless Planet, ja, ein Early Access Game, heute veröffentlicht worden auf Steam. Die Informationen zu diesem Titel sind relativ spärlich. Man erfährt wirklich relativ wenig. Ich weiß, dass man irgendwie auf einem Planeten strandet und wird dann plötzlich dort von jemandem gerettet. Aber wieso? Weshalb? Genau. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es heißt Lifeless Planet. Und anscheinend gibt es doch Leben oder gab es doch Leben auf diesem Planeten. Ja, was es damit auf sich hat und ob der Titel wirklich taugt, bis zu seiner Fertigstellung ist er noch Early Access, wie gesagt. Ja, finden wir das mal zusammen heraus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich hoffe, alles geht gut mit dieser Aufnahme, mit diesem Game. Manchmal bei den Early Access Games gibt es ziemlich viele Komplikationen. Hoffen wir, es klappt. Viel Spaß, Leute. Fangen wir direkt neu an. Ich habe das noch nicht gemacht. Testen wir das mal aus. Spielt das also blind. Ich habe keine Ahnung. Das, was ich jetzt mache, das erste Mal. Und ihr seid live dabei. Kann nur schief gehen. Oder auch nicht. Na gut. Das sind wohl wir. Ein Intro gibt es hier wahrscheinlich noch nicht. Und es scheint, als sind wir hier irgendwie abgestürzt auf einem Planeten. Kommen wir wohl von hier? Der hat Kopfschmerzen, guter. Tja, der hat wohl Kopfschmerzen, der gute. Und das Einzige, was er findet, ist wohl das hier. My head is foggy, the sound of my breath puffing in my helm is hollow and distant. It's hard to tell how long I've been unconscious, and I'm worried that I might have a contusion. I wish I could lay back down and rest, see if the pain passes, but the situation is far too critical. Ja, für Leute, die nicht so gut Englisch können, er fühlt sich nicht gut. Er weiß nicht, wie lange er wohl weggetreten war. Sein Helm ist von innen beschlagen. Am liebsten würde er sich einfach hinlegen und abwarten, bis der Schmerz vorbeigeht. Aber er möchte rausfinden, was hier vor sich geht. To call that a hard landing would be kind. We crashed. Maybe the eggheads miscalculated the trajectory. Or maybe we just hit a spell of bad luck. Whatever the case may be, this is not the paradise they described to us back home. There is no lush greenery, there's no sign of life at all. Ja, was auch immer es war, was sie da getroffen hat, ob es eine Fehlberechnung war wegen der Landung, das ist schlecht zu sagen. Vielleicht hatten sie auch einfach nur Pech bei der Landung. Aber man hatte ihr versprochen, wenn sie auf diesem Planeten landen, würde wohl alles belebt sein, alles schön grün sein, aber er merkt, dass hier ist kein Paradies, wie ihm versprochen wurde. Das, was er hier findet, ist einfach im Moment nur eine Riesenwüste. Tja, es scheint, als wären die wohl auf dem Weg hierher und hatten hier vielleicht so die ersten Versuche gemacht, einen Planeten neu zu besiedeln oder Leben auf ihm zu erschaffen, wie man es ja mal gehört hat mit dem Mars, von wegen Wasser und so weiter. Schauen wir mal, was hier weiter vor sich geht, was hier wirklich passiert ist. Ich bin noch mal gespannt, wie weit das Game ist. Die amerikanische Flagge und Deutschland und Japan. Und darunter, das müsste doch das europäische Zeichen sein. Man erkennt es kaum. Ich glaube, das ist das europäische Luftzeichen. Sowas wie die NASA. Wie heißt das nochmal bei uns in Europa? ESA? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Leute, vielleicht müsste ich das wissen, vielleicht gehört das zur Allgemeinbildung. Aber ich bin eigentlich ja nicht so ein Raumschiff-Freak. You are low on oxygen. Find an oxygen supply before you pass out. Da hinten leuchtet was. Oh, wir haben wenig Sauerstoff und wir sollen unbedingt etwas finden, wo wir unseren Sauerstoff aufladen können. Machen wir, dass wir da hinkommen, wo es blinkt. Vielleicht geht's da ja lang. Ich steuere übrigens mit WASD und D oder auch mit der Maus links und rechts. Kann ich wohl hüpfen. Die anderen Tasten müssen wir noch schauen. Wow. Hallo? Bin ich gleich tot? Komm. Wow.
Das war aber, glaube ich, knapp, so wie es sich angehört hat. Ich konnte nicht mehr schnell laufen. Oh Mann, was geht hier vor sich? Was hätten wir hier erwarten sollen? Wo wir hinsehen, nur Wüste. Ganz komisch. Was ist hier I passiert? understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth. Ja, es war ihm wohl bewusst, dass die Reise 15 Jahre etwa dauern wird. Und sie reisen so schnell, dass bevor überhaupt sämtliche Nachrichten da unten ankommen, der eigentlich schon da ist. Wow. Was ist der Foothills? Aber er und sein Team sind derart darauf erpocht, das Ganze zu erkunden, dass es kaum erwarten kann. Also ich tue das euch nicht eins zu eins zu übersetzen, aber so in etwa, wie man das so verstehen kann, hoffe ich. Ich bin gut im Englisch verstehen, im Reden bin ich schlecht. Katastrophal. Deswegen mache ich keine Let's Plays auf Englisch. Die Engländer und alle würden mich nur auslachen. Was ist da unten? Ist das Wasser? Oder... Na, ich will jetzt erstmal hier runtergehen. Wasser? Okay. Es gibt wohl Wasser auf diesem Planeten. Ist das eigentlich der Mars? Ich muss mich da nochmal schlau machen über das Game. Ich glaube, könnte vielleicht der Mars sein, den sie besiedeln wollten. Bin mir da nicht so sicher. Was liegt da? Jetpack. Well, Jetpack. Mostly. Everything about the mission is a disaster so far. The lander took a beating and with it most of the equipment. My suit is functional, but barely. Jetpack can still put out a single burst, which is useful for short jumps. I find I get the most distance when I trigger the burst at the top of my jumps. Okay. Das heißt, wir haben hier ein Jetpack gefunden. Das ist aber nur ein Jetpack für kurze Sachen. Wie kann ich das bedienen? Ah, zweimal drücken. Ja, nur für kurze Distanzen kann man das benutzen. Und am powervollsten ist es, wenn ich hochhüpfe und am obersten Punkt benutze ich das, dann komme ich am weitesten. Ja, er hat noch gemeint, alles mit der Landung zu tun hatte, ging wohl alles schief. Aber zumindest mal... Nein, nein, nein. Zumindest mal ging das hier noch gut. Komme ich da... Okay. Also, ihr seht, hier komme ich wirklich nicht. Das ist nur ein ganz kleiner Jump, den wir hier machen können. So. Schön vorsichtig sein. Und hier lang. Ab darüber. Hier hüpfe ich mal ein bisschen früher. Und hier rüber. Und komme ich da jetzt wohl rüber? Ja, perfekt. Hat doch geklappt, gleich beim ersten Versuch. Was haben wir hier wieder? No signs of life. I was following a trackway left behind by my crew, but got separated from their trail. Hopefully I can make my way around. In the meantime, I still can't understand why this planet is barren and lifeless. Our remote observations were conclusive. The planet was rich with life. So, where did it go? Maybe we just dropped in the wrong spot, but initial readings are coming up with any trace of biological activity.
Ja, er ist im Prinzip der Marke Obala. Er ist der Marke gefolgt, die hat folgen müssen, und rein rechnerisch hätte hier alles voller Leben sein müssen. Aber das Einzige, was er hier findet, ist die leblose Gegend. Ich weiß noch nicht, ob er sich da vielleicht geirrt hat, hin wollten oder eben auch nicht. Aber wo müssen wir hier eigentlich lang? Bin mir gar nicht sicher, wenn man das so liest, sind das wir, der eigentlich immer wieder hier die Nachrichten an sich schreibt, an sich selber, wenn wir an diesem Punkt ankommen, oder folgen wir jemand, der das schon geschrieben hat? Das ist für mich noch nicht so ganz ersichtlich hier. Komm ich da hoch? Ja! Hey, ich hab's drauf. Ich soll Traumfahrer werden. Cool. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Wo komme ich da hin? Irgendwas übersehen? Vielleicht muss ich da runter einfach. Vielleicht kann ich damit auch ein bisschen Schwung wegnehmen bei einem Fall. Wenn ich da diesen Jump vorher benutze. Da hinten ist eine Wasserquelle. Scheint mir wie ein Wasserfall zu sein. Ja, meine Freunde, was hat das hier mit diesem Game auf sich? Ja, mal kurz hier an die verborgenen Ecken laufen. Wir wissen ja nie, was wir da finden. Das ist ja oftmals so. Dorthin gehen, wo man eigentlich, wo kaum einer hingeht. Dann hat man manchmal Erfolg. Da hinten leuchtet übrigens wieder was. Und hier ist eine Pflanze. Oder nicht? Sulfur. Oh, das Wort kenne ich gar nicht. Ich mal nachschauen. A nice specimen of the ninth most common element in the universe. This particular mineral is quite large and suggests a sedimentary origin associated with ancient marine deposits. Can only imagine the vast oceans that might once have covered this planet. Ja, wie übersetze ich das Wort für Wort? Ich verstehe das so immer, so ein Brocken, aber nicht eins zu eins. Um das genau zu übersetzen, ich möchte euch natürlich hier keinen Scheiß irgendwie erzählen. Also falls das jemand sieht, man kann perfekt Englisch. Ich muss mich dafür entschuldigen, ich verstehe relativ gut Englisch, aber nicht perfekt. Ich probiere das mal so nochmal Satz für Satz in etwa so zu übersetzen, wie ich das verstehe. Ihr könnt mich gerne in den Comments übrigens verbessern. Ich übe mal im Englisch. Das wird einfach eine Weile dauern. Und im Early Access eben nur auf Deutsch hier. So wie ich das verstehe, ist das hier einer der von den neun am meisten hervorkommendsten Elementen im gesamten Universum, was er hier gefunden hat. Das bedeutet so viel, dass hier wohl schon vor langer Zeit einer der größten oder der reichsten Vorkommen an Wasser und Ähnlichem haben herrschen müssen, damit das überhaupt in dieser Form hier vorkommen kann. So, in der Art übersetze ich das, eigentlich nicht genauso gemeint, aber probier's mal, finden wir noch zusammen raus, was das alles bedeutet. Ob wir wohl hier runter müssen? Weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Aber wir kommen wohl da drüben doch noch runter. Haben da vielleicht noch die Möglichkeit? Ja, ich verstehe bei dem Englisch nicht immer jedes Wort, einfach den Sinn aus dem Ganzen meistens. Dass man was macht, wenn wir uns direkt runterstellen, ich glaube ja nicht. Der arme Typ hat bestimmt Durst, aber trinken kann er nichts. Es hat also keine Rolle gespielt, ob wir jetzt unten lang gegangen wären oder wie wir oben rum. Irgendwo von dort kommt das her. Irgendwo gibt es da ganz viel Wasser. Und ich frage mich auf diesem Planeten hier, wo kommt das her? Ob es da wohl unter Berge ein Wasservorkommen gibt? Unter Tage, beziehungsweise. Ach du Scheiße, was ist das? Das sieht von weitem aus wie ein Bett. Schaut mal hin. Das sieht aus wie ein Bett. Hä? Hey? Ein Bett. Ach du Scheiße! Oh, nee, weg da. Oh Mist. Der will uns doch mal verarschen, oder nicht? Da wollte uns doch gerade jemand reinlocken.
oder etwas. Ich sehe das nicht. Was liegt da? Stromtrassen, meine Freunde. Stromtrassen. Und was lag da? Na, er ist wohl diesen Stromtrassen jetzt schon eine ganze Zeit lang gefolgt. Denke ich mal. Und hier sind wir nun. Schaut mal da nach vorne. Das scheint eine kleine Stadt zu sein. Sieht aus wie Häuser aus der Ferne. Ja, was es damit auf sich hat, Leute, das testen wir in der nächsten Folge und schauen uns mal das mal von nahem an. Ich bin mal gespannt, was dieses Spiel noch zu bieten hat. Ich probiere mein Englisch zu verbessern, Leute. Und ihr könnt mich gern hier immer in den Comments ein bisschen verbessern. Wenn ich irgendwas nicht so ganz 100% verstanden habe, dann kann ich das natürlich nachträglich eventuell noch in das Let's Play mit reinmachen, über die Untertitelfunktion. Also wer sich die Mühe machen will, ist halt herzlich dafür eingeladen. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Stay tuned, have fun, hier für euch war euer MuscleTech. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das mal genauer an, was wirklich auf diesem Planeten los ist. The Lifeless Planet.